Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Suchvideo. Seit unserer letzten Pilztour ist leider wieder einige Zeit vergangen, weil man muss so ehrlich sein und sagen, bei uns im Westen von Österreich ist eine der schwierigsten Pilzsommersaisonen, die es jemals gab. Wir hatten wirklich im Juni überhaupt keinen Niederschlag, extrem hohe Temperaturen. Also so wenig, wie ich diesen Sommer gefunden habe, habe ich wirklich noch nie entdeckt. Deshalb haben wir uns heute auf die Suche gemacht ins Wechselgebiet, zu einem meiner Lieblingsplätze. Wir werden da noch öfter vorbeischauen, weil da wirklich ein großartiger Artenreichtum vorherrscht. Wir haben da eine Hanglage in dem ganzen Gebiet, die unfassbar steil ist. Wir haben Mischwälder, Laub- und Nadelwälder, verschiedenste Arten und genauso bunt ist auch das Pilzspektrum, das da zu erwarten ist. Ich habe keine Ahnung, was uns heute bei der Suche erwartet. Wir sind da wirklich auf gut Glück hergefahren und hoffen, dass da mehr zu finden ist. Heute auch noch mal ein Begleiter, der große BLV Pilzführer, ein Buch, das man durchaus empfehlen kann. Gerade wenn man in einem Wald ist, wo man viele unbekannte Arten hat, ist es praktisch, sowas auch mitzuhaben. Also wir hoffen jetzt, dass zumindest hier was zu finden ist, mehr als bei mir zu Hause. Kommt's mit und wir wünschen euch ein schönes Video. Direkt vom Wegrand leuchtet uns auch schon unser erster Fund an und man sieht nicht sofort, aber mit ein bisschen genauerem Blick gleich, dass es Täublinge sind. Die genaue Bestimmung ist bei den Täublingen immer so ein bisschen eine schwierige Sache. Die Täublinge sind mit hunderten Arten die zweitgrößte Pilzfamilie im ganzen Pilzreich. Die werden eigentlich nur geschlagen von den Cortinaria, aber die kommen erst ein bisschen später. Also wir haben jetzt da gelb-orange Täublinge, genau weiß ich nicht, welche Art das ist. Aber man hat bei den Täublingen die Erkennungsmerkmale, um sie von anderen Lamellenpilzen zu unterscheiden. Zum Beispiel, dass die Lamellen oft brüchig sind. Bei dieser Art ist es jetzt ein bisschen, ja, es ist gut zu sehen. Also diese Sprödheit, zu den Täublingen sagt man ja auch Sprödblättler, erkennt man sofort. Daran kann man sie gut unterscheiden. Auch das Fleisch ist eher spröde. Wenn man jetzt nicht genau weiß, ist das, welche Art das ist, kann man sich auch noch mit der sogenannten Täublingsregel ein bisschen zurechtfinden. Die bitte aber nur durchführen, wenn man einen Täubling auch sicher bestimmen kann. Weil bei der Täublingsregel bricht man dann ein Stück ab, also Fingernagel groß, nicht allzu groß, und kaut dann ein bisschen drauf rum, nicht schlucken. Und man wartet eigentlich darauf, ob es scharf wird oder nicht. Und der hat einen angenehmen Geschmack. Er wird nur ganz leicht scharf. Also muss man eher vorsichtig sein. Weil wenn sie scharf wären, dann es gibt leicht giftige und ungenießbare Arten. Also bei den Schafen vorsichtig sein. Der hat einen angenehmen Geschmack am ersten Eindruck. Aber jetzt wird er doch ein bisschen scharf. Also lieber Finger weg. Dann nehmen wir den gar nicht raus. Der bleibt dann hier. Und wir schauen weiter, ob wir noch was Essbares finden. Die Täublinge sind ja auch Mykorrhizapilze, das heißt, sie wachsen standorttreu und die Täublinge wachsen gerne auch gesellig. Wir haben da jetzt einige Meter weiter nur vom vorherigen Fundplatz schon die nächste Täublingsfamilie entdeckt. Allerdings wieder dieselbe Farbe, also wahrscheinlich wieder dieselbe Art. Ich werde jetzt nicht drauf reinfallen, aber in dem Waldgebiet haben wir auch die besten Täublinge wie den Frauentäubling oder den grün gefederten Täubling. Die erwarten wir auch noch, wenn wir Glück haben. Also die kleinen gelben werden wir hier lassen und weitersuchen. Wir haben den nächsten kleinen, aber feinen Fund gemacht. Und zwar auch in der Mitte vom Weg haben wir da eine Gattung aus der Familie der Röhrlinge gefunden, die wir bei uns noch gar nicht vorgestellt haben. Und zwar handelt es sich da um die Gattung Xerocomus.
die sogenannten Filzröhrlinge. Das sind ein bisschen, ja, unscheinbar, wie man an der Größe schon sieht, unscheinbare Zeitgenossen im Vergleich zu den Steinpilzen, die wir heute hoffentlich auch noch finden. Aber ja, sie sind essbar, man kann sie auf jeden Fall mitnehmen und wir freuen uns, dass wir sie gefunden haben und packen sie ein. Ja, sehr typischer Geruch. Also auch die haben geschmacklich einiges zu bieten, werden aber eher weniger gesammelt, aber wir schauen nach ihren größeren Artgenossen. So, praktischerweise mitten in den Brennnesseln haben wir da die nächste Gruppe gefunden. Die Röhrlinge lassen uns mal wieder nicht im Stich. Und zwar haben wir da ja eine Drillingsfamilie von Rotfußröhrlingen entdeckt. Und schauen wir mal, naja, sie sind nicht mehr taufrisch. Man erkennt das bei diesem hier gut, der hat schon einen total wurmigen und weichen Stamm. Aber der Name ist auch hier, ja, der Stamm ist namensgebend, der rote. Beim Rotfußröhrling, und da haben wir schon einen total verschimmelten Pilz, der ist da schon wirklich komplett von einem anderen Pilz, und zwar einem Schimmelpilz, überzogen. Also Pilze sind auch Kannibalen, die fressen sich selber, und es ist nicht immer so deutlich wie hier zu sehen, aber wenn solche Schimmelstellen auftreten, dann muss man bei Röhrlingen ganz besonders vorsichtig sein, weil das führt oft einfach zu Pilzvergiftungen. Aber wir haben hier auch noch ein schönes Exemplar. Das ist noch ganz frisch, feste Kappe, ein fester Stiel. Das müssen wir unbedingt mitnehmen und dann geht es schon weiter. Wir sind jetzt nämlich fast schon oben auf dem Plateau, wo wir auch noch unbedingt suchen müssen, angekommen. Ja, da leuchtet wieder was vom Wegesrand, aber wir sehen schon anhand der Spuren, dass wir da nicht die Ersten waren. Da haben sich schon die Schnecken, man sieht es auch drumherum, ein bisschen schon drüber gearbeitet. Das wäre eigentlich ein super Pilz, ein flockenstieliger Hexenröhrling. Man sieht es dann gleich an der Hutunterseite, die da recht gut abgeht, weil die Schnecken sich da wirklich schon durchgefressen haben. Der wäre noch frisch, die Röhren sind ja bei den Hexenröhrlingen immer ein Indikator, ob sie frisch oder alt sind. Die sind wohl noch wunderbar rot gefärbt, auch noch ganz fest, aber der bleibt zurück. Auch in der Trockenheit brauchen die Schnecken was zu essen. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Geschwister, aber in einem besseren Zustand finden. Ja, bald haben wir jetzt diesen langen Anstieg hinter uns. Unsere Ausbeute ist noch überschaubar, aber ganz wichtig beim Schwammelsuchen immer dranbleiben, weil wir kommen jetzt da zu einer wunderschönen Wiese, einer Lichtung, um die es nicht nur spannende Suchplätze gibt. Da gibt es auch wunderbare, fast schon Felder mit Waldbeeren und einen wunderschönen Wald mit Kiefern, der am Boden komplett mit Heidelbeeren bedeckt ist. Und die stehen heute auch auf unserem Suchplan. Also wir schauen uns da jetzt noch um und hoffen, dass wir ein bisschen was noch finden.
solche Hochplateaus und Bergwiesen, wie wir sie da haben, das sind wirklich Naturjuwele. Da verstecken sich auch tolle Speisepilze. Wir haben da Riesenbowiste gefunden, Nelkenschwindlinge. Also da gibt es einiges Interessantes, was sich da im Gras versteckt. Und entlang dieser Wege sind wunderschöne Blumenwiesen. Die zeigen wir euch auch noch. Das sind wirklich tolle Arten, die man ja aus vielen Wäldern gar nicht kennt. Und dann eins der Highlights noch, was bei mir bei keinem sommerlichen Ausflug fehlen darf. Das sind hektarweise Heidelbeerfelder und ich bin das erste Mal heuer da und wir schauen, ob auch da noch was zu holen ist. Trotz dieser enormen Trockenheit, die wir da wirklich jetzt fast schon 6 Wochen am Stück hatten, bin ich sehr positiv überrascht, wie schön die Heidelbeeren gewachsen sind. Die Schwammerl sind ja wirklich fast nicht zu finden momentan, aber so ein Heidelbeerfeld ist auch extrem erfreulich. Wenn man sich da mal durchschaut, dann da ist alles blau, da sind tonnenweise Heidelbeeren, so viele kann man gar nicht pflücken alleine. Oft sind dann wirklich Stellen, wo alles voll ist, wo gar keiner was nimmt. Es ist erschreckend, wie wenig da die Leute pflücken. Aber das ist wirklich ein wunderbares Wildobst, auch noch wahnsinnig gesund. Also es muss nicht immer ein Eierschwammerfleck sein, dass da, ja, der einem bereichert. Wir müssen uns da jetzt wirklich durch dieses Meer von Heidelbeeren durchpflücken und auch anfangen, damit wir auch genug mitnehmen. Ja, da geht es weiter mit unserer Wildobsternte. Und zwar versteckt sich nämlich an so manchem Wegesrand wirklich ein Schatz, der kaum beachtet wird. Wir haben da wirklich eine schöne Ansammlung von Waldheidelbeeren. Und für die haben wir immer so ein kleines Plastikschälchen mit, weil genau wie für die Heidelbeeren und generell für das Wildobst braucht man einfach noch einen extra Behälter, um das mitzutransportieren, damit sich das mit den Pilzen, auch wenn dabei noch nicht so viel war, einfach nicht vermischt. Wir haben da jetzt aber wirklich ganz schöne kleine Büschchen entdeckt. Die sind ja wirklich nicht groß. Die haben nur wenige Früchte und die Ausbeute ist im Vergleich zu den Heidelbeeren natürlich verschwindend gering. Aber wer die einmal probiert hat, der weiß, wovon ich rede. Wenn man da eine Handvoll pflückt, die haben ein Aroma und einen Geschmack wie ein Kilo von den großen Erdbeeren. Das ist für mich eines der intensivsten Aromen überhaupt im ganzen Wildobstbereich. Ich freue mich immer riesig, wenn ich die Waldheidelbeeren finde. Ich pflück da jetzt ein, so viel wie geht. Und dann schauen wir noch zur letzten tollen Stelle, wo hoffentlich noch Schwammerl wachsen. Da haben wir die Jahre immer viel gefunden, aber jetzt muss ich noch weiter pflücken und kosten. Na, also wir haben zum Glück doch noch mal was Interessantes gefunden. Jetzt nach diesen netten Wildobstfunden haben wir auch wieder aus dem Pilzreich was entdeckt. Was wir auf jeden Fall besprechen müssen. Und zwar fangen wir mal da mit dem Erstfund an. Und zwar, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist oft an trockenen und forststraßigen Stellen ein bovistartiger Pilz, den wir so kennen. Also wenn wir jetzt in die Pilzsystematik eintauchen, da sind wir bei den Bauchpilzen. Bauchpilze deshalb, weil sie innen ihre Sporen ausbilden und dann, wie man sieht, oben ein bisschen einreißen. Die Stäublinge wirklich sprühen dann ihre Sporen in die Luft. Und bei den Bauchpilzen gibt es auch so eine ähnliche Regel wie bei den Täublingen. Da geht es allerdings um die Farbe. Also man muss nach innen schauen, weil bei den Bauchpilzen und gerade bei den Stäublingen sind die Arten, die innen weiß sind, immer essbar. Also die Boviste, die Flaschenbirnen, Stäublinge, wie sie alle heißen, die sind weiß, wenn sie rein weißes Fleisch haben, essbar. Und wir haben jetzt aber da, na wie soll es anders sein, wenn man eh nicht viel Glück hat, den giftigen Verwechslungspartner gefunden, und zwar den Kartoffelbovist. Den schauen wir uns jetzt an. Das ist ein ganz fester Pilz, der sich da durch die Forststraße zwängt, und wenn wir den jetzt durchschneiden, wird es innen schwarz. Wirklich pechschwarz, ist noch ein relativ junges Exemplar, und die Stäublinge, wir werden es dann auch einblenden, die müssten, genau wie die Boviste, innen komplett weiß sein, dass wir sie essen können. Noch zum Verwechslung mit anderen Pilzen, die haben innen gar keine Struktur, die sind wirklich einfach rein schwarz oder eben rein weiß. Bisschen trügerisch bei den Kartoffelbovisten, die sind, wenn sie jung sind,
auch noch heller, aber man sieht es eigentlich im Querschnitt schon, dass sie zumindest dunkle Ansätze haben. Also beim Kartoffelbovist vorsichtig sein, da gibt es 3-4 Arten, eine Handvoll Arten, die sehr ähnlich ausschauen und giftig sind, aber wenn sie innen rein weiß sind, die Boviste, dann sind sie sehr, sehr gute Speisepilze. Ich habe jetzt aber, ich war letzte Woche schon da und habe was ganz, ganz Interessantes entdeckt. Heute aber nur mal ein altes Überbleibsel. Und zwar, wenn wir es von oben anschauen, ein bisschen dünkler, aber von der Form sehr ähnlich. Das ist der Erbsenstreuling oder auch anders genannt die böhmische Trüffel. Man sieht das hier gleich an der Innenseite, das ist jetzt schon ein alter. Der hat eine ganz ungewöhnliche Struktur. Der hat da diese erbsenförmigen, runden, kleinen Gebilde, die sich dann ablösen lassen. Also ganz, ganz ungewöhnlich. Von der Form schauen sie wirklich genauso aus wie die, ja, wie die Kartoffelboviste. Also sie sind rund und klein. Von der Optik würde man sie der Systematik der Bauchpilze zuordnen. Aber obwohl der jetzt böhmische Trüffel heißt, hat er weder mit den Schlauchpilzen noch mit den Trüffeln verwandtschaftsmäßig zu tun. Das ist ganz spannend. Das ist ein Dickröhrling. Also der gehört, wenn man die genetisch analysiert, zur Familie der Steinpilze, zu den Dickröhrlingen. Also eher zu sowas. Und das ist dann schon sehr ungewöhnlich. Die Pilzsystematik ist ja überhaupt eine Welt für sich. Ich würde jetzt gerne noch mehr von dem Erbsenstreuling herzeigen. Vielleicht auf Fotos natürlich noch. Aber vielleicht haben wir noch ein paar frische Funde. Wir gehen jetzt noch weiter, machen langsam dann aber Schluss mit unserer Tour. Aber der letzte Platz, der war immer noch vielversprechend. Da schauen wir jetzt noch hin. Die bleiben dann auf jeden Fall da, weil der Erbsenstreuling vielleicht noch spannend. Der ist in der freien Wildbahn an eher gestörten Plätzen wie so Forststraßen in Deutschland, auch in ehemaligen Kohleabbaugebieten zu finden. Das ist ein Mykorrhizapilz mit Kiefern, die da auch überall wachsen. Also nach dem wirklich mal Ausschau halten und dann nochmal im Querschnitt schauen, damit man sie nicht mit den rein schwarzen Kartoffelbovisten verwechselt. Wir hoffen dann nächstes Jahr auf ein paar mehr. Die Kartoffelboviste kommen auch jedes Jahr wieder, aber die braucht man wirklich nicht. Ja, bevor wir uns jetzt den ganzen Hang, den wir vorher mühsam hinaufmarschiert sind, wieder runterhauen, haben wir noch eine schöne Begegnung mit dem Reich der Pflanzen gehabt. Da eine wunderschöne Gruppe von Fingerhüten. Man kennt sie ja eher gelb und rot gefärbt und ganz selten gibt es sie auch natürlich gefärbt in diesem wunderschönen Weiß. Wir sehen sie da wirklich einem schönen Stück der Vorstraße entlang. Da eine wunderbare Familie, eine tolle Pflanze, Digitalis purpurea. Ist der lateinische Name und man muss beachten, dass sie unglaublich giftig sind. Sie sind so schön wie giftig und zwar reichen da wirklich schon einige Blätter aus, um ja, einen erwachsenen Menschen ja, umzubringen. Also eine sehr, sehr giftige Pflanze. Nicht nur das Reich der Pilze hat einige giftige Highlights, auch bei den Pflanzen muss man aufpassen. Aber schön sind sie allemal. Für mich geht es jetzt aber da steil nach unten. Wir sehen uns noch am letzten Hang und hoffen, dass dort noch ein paar Eierschwammerl und vielleicht noch was anderes auf uns wartet. Auch diese moosbehangenen Hänge, wie sie um uns herum überall sind, wo wir letztes Jahr teppichweise gelbe Eierschwammerl vorgefunden haben, sind, wie man es schon hört, von der Trockenheit auch ja, heimgesucht worden. Wir müssen noch geduldig sein, wir hoffen auf Regen, müssen unsere Tour für heute beenden und hoffen, dass wir das nächste Mal natürlich noch mehr finden. Wir haben jetzt eine neue Funktion bei uns im Kanal. Es gibt auch eine Mitgliedschaft, wenn euch das interessiert, schaut mal rein. Wir haben da auch ein extra Video gemacht, das würde uns sehr freuen. Ansonsten sagen wir wie immer, danke fürs Zuschauen, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir machen uns natürlich immer laufend auf die Suche und hoffen auf viel Regen und auf baldiges Wachstum. Ein Korb Heidelbeeren hat uns zumindest die Suche versüßt. Wir wünschen euch auch viel Glück. Bis bald.